Neue Fahrerpaarung bei Renault. Trotzdem klar vor dem Mittelfeld und hinter der Spitze? Wir verraten, wie es um das Werksteam steht. Auf geht's, nur noch vier Teams. Unser Formel 1 Marathon neigt sich langsam dem Ende und in wenigen Tagen geht's los in Melbourne mit der Formel 1. Wir schauen nun auf Renault. Da geht's richtig zur Sache. Die Franzosen haben einen langjährigen Plan, um an die Spitze zu kommen. Mal schauen, ob das aufgeht und mal sehen, wie es dieses Jahr aussieht, ob sie da etwas näher rankommen. Ich sag mal so. Kramt hier schon ein bisschen die Artikel und die Interviews mit Cyril Abiteboul, dem Teamchef bei Renault, heraus. Der Plan ist schon ein paar Jahre alt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, tatsächlich purer Sprengstoff heißt übrigens das Interview. Also ich glaube, selten hat jemand so ausgepackt wie in dem Interview in der Formel 1. Da war er richtig geladen am Ende der letzten Saison. Ja, und hier sprechen wir übrigens auch über den Plan. Meiner Meinung nach hat den Renault schon ein bisschen adaptiert. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Man will zwar nicht sagen, es war von Anfang an so und so viele Jahre, aber es war eigentlich am Anfang ein bisschen anders. Aber es waren mal 5 Jahre bis zum Weltmeister und wir sind jetzt schon im 4. Jahr oder so. Ja. Also so ganz haut das nicht hin. Aber wie sieht es denn für dieses Jahr aus von den Testeindrücken, Flo? Was können wir nach Barcelona über Renault sagen? Es ist ein bisschen auf und ab. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Top-Teams mehr angreifen können als in der Vergangenheit. Also die stecken immer noch im Mittelfeld fest. Haben wir natürlich bei Nico Hülkenberg auf Kontinuität gesetzt. Er wird ja auch im Team sehr hoch angesehen, als wie soll ich sagen, sowohl was seine Entwicklungsarbeit als auch was seine Pace angeht. Jetzt hat man ihm den Daniel Ricciardo für viel Geld zur Seite gestellt, der ein Grand Prix-Sieger ist, den man da jetzt im Team hat. Und ich sag mal, fahrerpaarungstechnisch sind die, glaube ich, im Mittelfeld relativ klar die am besten aufgestellt. Aber trotz allen Budgets und allen Ressourcen, die man da in Viry und in Enstone hat, der Anschluss an die Top-Teams, den hat man bei den Testfahrten nicht gesehen. Und Ricciardo hat es auch selber gesagt, Renault muss schneller entwickeln, wenn wir da vorne ran wollen, weil der Abstand ist relativ groß. Also wenn die um irgendwas kämpfen, dann ist das Platz 4. Ja, wir haben eigentlich schon in den letzten Videos immer gesagt, dass sie so ein bisschen hinter den Top-Teams und vor dem Mittelfeld liegen. Könnte durchaus so sein. Glaubst du, dass Renault noch ein bisschen nachlegen kann am Auto? Nee. Nein. Geld kauft Performance in der Formel 1, so ist es. Auch wenn sie ein Werksteam sind, aber sie sind noch sehr, sehr weit von all dem entfernt, was wir da bei Mercedes, Red Bull und Ferrari sehen. Dazu kommt noch der Motor. Auch wenn uns Rémi Tafar jetzt versucht hat zu erklären, dass der wunderbar ist und der Konkurrenz quasi im nächsten nachsteht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die da an die Top 3 rankommen. Also beim besten Willen nicht. Es wirkt auch so ein bisschen nach Stagnation. Ja. Sie hängen da jetzt auf diesem 4. Platz schon eine Weile fest. Die sind festgefahren eigentlich seit 2 Jahren schon, wenn man ehrlich ist, weil selbst 2017, dass sie da nicht als 4. abgeschnitten haben, lag ja nur daran, dass die Palme am Auto gelassen haben, so viele Rennen. Wenn die 2017 schon mit Fahrern wie Hülkenberg und Sainz gefahren wären, dann wäre da auch schon deutlich mehr drin gewesen. Und von der Performance, das Auto letztes Jahr, die haben sich so abgemüht gegen Haas. Also das war jetzt nicht der Riesenschritt. Kannst du am Auto noch irgendwas Spannendes erkennen, was vielleicht Hoffnung macht für Renault? Man muss dazu sagen, es ist natürlich eine interessante Saison. Es ist das erste Mal jetzt, dass das Werksteam eine Speerspitze sozusagen ist für den Renault-Antrieb. Auch. Ich meine, in der Vergangenheit hatten sie ja noch Red Bull, der da mit dem Renault-Motor rumgefahren ist, der jetzt mit Honda fährt. Und hatten das auch immer so als Benchmark, um zu sehen, okay, was könnte man rein theoretisch mit diesem Motor erreichen. Das fehlt jetzt, auch wenn man es natürlich offiziell nicht sagen will. Die sagen, ja, jetzt ist endlich mal Ruhe in dem ganzen Ding drinnen. Meiner Meinung nach ist das schon was fehlt, was der Chassisabteilung fehlt, dass man da eine Benchmark hat, weil jetzt kann man sich rausreden und gerade... Besser als McLaren sind sie auf jeden Fall. Ja, und gerade so ausreden, gerade in solchen Teams, wo es nicht so läuft, da hat man gerne mal so eine Ausrede. Hat man ja auch bei Ferrari lange Zeit dann so gehabt, der Motor und dann das Chassis und was auch immer. Deswegen, ich sehe das ein bisschen gefährlich. Auf Technikseite bei Renault hat man uns jetzt erzählt, alles wunderbar, man ist super zufrieden auf Chassisseite, hatte ein bisschen Probleme mit dem DRS, hat das relativ schnell gelöst. Sonst... Das Auto irgendwie, meiner Meinung nach, nichts Besonderes. Es ist einfach irgendwie ein Mittelfeldauto ohne ganz große Technik-Clues irgendwie, die man daran erkennen könnte. Auf Motorenseite hat man uns versprochen, ja, es gibt einen richtigen Qualifying-Modus. Leistung ist da, Zuverlässigkeit ist auch da. Das ist einer der größten Schritte, die man überhaupt in der Geschichte der Power-Unit-Ära in Viry je gemacht hat über den Winter. Die Einschränkung sagt ja schon alles. Was nicht so viel zu sagen hat, da sie jahrelang nicht unbedingt die Besten darin waren. Ja. Man ist den Doktor auch nochmal angegangen, weil ich habe den Rémi Tafar... Dr. Helmut Marko von Red Bull. Nicht Valentino Rossi, nicht den Doktor hier. Ich habe den Rémi Tafar mal darauf angesprochen,
Und man hat ja große Sprüche schon wieder gemacht jetzt vor dem Winter und hat gesagt, ja, es wird ein großer Schritt. Ich sagte, ja gut, aber man hat in der Vergangenheit auch schon große Schritte versprochen, die dann nicht immer so gekommen sind. Und da meinte er, ja doch, die sind gekommen. Es wurde nur anders kommuniziert von anderen Leuten. Zum Beispiel Max Verstappen. Ich sage mal so, wenn es ein großer Schritt gewesen wäre, dann war das Renault-Chassis noch schlechter, als wir eben schon gesagt haben. Also von dem her... Mal abwarten. Man muss natürlich sagen, einer von den beiden Abteilungen ist natürlich dann jetzt der Gelackmeierte. Weil wenn die sagen, wenn die Motorenabteilung sagt, alles super, dann muss man natürlich auf Chassis-Seite schauen. Na, haben sie jetzt intern dieses Problem, das es woanders ja auch schon gibt. Aber viel interessanter bei Renault, finde ich, sind die Fahrer. Das teaminterne Duell zwischen Nico Hülkenberg und jetzt Daniel Ricciardo, weil an den Fahrern kann es definitiv nicht liegen. Die sind beide top. Hülkenberg. Genau. Und da ist jetzt das Interessante, wer von den beiden wird sich denn durchsetzen? Wem trauen wir denn zu? Wem traut ihr zu, dieses Jahr das Teamduell zu gewinnen? Und Unterschied vielleicht auch das Podium zu schaffen, denn Nico hat es noch nie geschafft. Kommt Daniel jetzt im ersten Jahr und schafft das, was Nico seit Jahren nicht geschafft hat mit Renault oder anderen Teams davor? Und dann grinst er so wie Christian jetzt. Dann mach mal lieber so, wenn du so aussiehst. Nein, Flo, was hältst du von Hülkenberg gegen Ricciardo? Ich kann Fernando Alonso nicht widersprechen. Hülkenberg ist definitiv einer der besten Fahrer in der Formel 1. Nein, ich denke, dass das eine richtig enge Kiste wird. Habe ich letztes Jahr bei Sainz und Hülkenberg auch gedacht. Aber ich glaube, dass das diesmal wirklich eine richtig enge Kiste wird. Und dass der Nico Hülkenberg so, also Qualifying muss man sagen, schätze ich ihn etwas stärker als Ricciardo. Und ich denke, dass das Qualifying-Duell für sich entscheiden wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er in der WM irgendwo vorm Ricciardo landet, aber so die besseren Einzelergebnisse, wenn es in so Chaosrennen oder bei so Ausnahmesituationen mal richtig was zu holen gibt, da wird, glaube ich, der Ricciardo wie gewohnt immer zur Stelle sein. Also die Glanzlichter wird Ricciardo setzen, aber so insgesamt kann ich mir vorstellen, dass Hülkenberg vor ihm landet. Also so ein bisschen, wie ich gesagt habe, Hülkenberg konstant holt mehr Punkte, ja. Aber wenn es ein Podium gibt, dann ist es doch Danny. Ja. Schließt du dich dem an oder traust du Nico jetzt endlich den Sprung aufs Podium zu? Ich für ihn muss ich sagen, leider glaube ich nicht. Ich glaube, der Ricciardo, das ist jetzt das erste Mal für ihn in seiner Formel 1 Karriere, also diesen krassen Wechsel raus aus der Red Bull Familie, hat sich die Entscheidung echt gleich gemacht. Das ist der lange damit gezögert. Du meinst, Verstappen hat ihm die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ja, fast, tatsächlich. Und der weiß selber, er muss jetzt richtig rasieren. Er muss jetzt richtig rasieren, weil sonst... Ja. Ich meine, der hat Vettel 2014 geschlagen, hat sich jetzt nicht so schlecht aus der Affäre gezogen gegen Verstappen, auch wenn er klar der langsamere war am Ende. Aber trotzdem, der weiß jetzt, wenn er den Hülkenberg nicht abzieht, dann ist es vielleicht vorbei. Ja, auf jeden Fall, er ist ein Top-Fahrer-Status. Er ist auch kein 20-Jähriger mehr. Genau. Und deswegen, also, und ich glaube, das weiß der. Und wenn der das weiß, dann, der ist nicht umsonst der Honey-Badger. Und der, du meinst, der beißt sich rein. Der wenn es was zuzuschlagen gibt, wird er so krass zuschlagen. Und ich glaub, der Hülkenberg ist ja nicht umsonst der Hulk. Der Hulkeberg. Der Hulkenberg. Weil diese Honigdachse, das sind ganz, ganz fiese Viecher. Ja, der Hülkenberg, wir haben es halt in der Vergangenheit leider zu oft gesehen, dass wenn es was zu holen gibt, der halt dann eben nicht da ist. Ja, das sage ich halt, aber bleibt es ja auch. Und das ist halt genau der Unterschied. Ja, aber dann haben wir 25 Punkte für einen Sieg und dann geht es halt runter. Und also, ob er jetzt einen Sieg holen wird, was auch immer, aber so eine einzelne gute Platzierung bringt dich halt schon mal ganz schön nach vorne bei den Punkten. Also, und ich glaube, dass dann der Ricciardo insgesamt doch das relativ deutlich machen wird. Qualifying auch, oder? Ich glaube auch, dass er im Qualifying besser sein wird, ja. Das ist ja so ein bisschen mehr Nikos Gebiet. Domäne, ja. Also ich glaube schon, dass der Honey Badger sich da reinbeißen wird. Also, muss er auch. Müssen sie beide. Sie können sie beide nicht einfach sagen, ja, lass ich halt mal und lass den anderen hier mit großem Abstand gewinnen oder mehr Punkte holen. Ich meine, für Hülkenberg geht es jetzt auch quasi darum, sein Standing in der Formel 1 nochmal richtig aufzupolieren. Wenn er jetzt einen Rennsieger an der Seite hat, der bei Red Bull gefahren ist, wenn er jetzt den schlägt, dann kann er sagen, ja, hätte ihm mir das Auto gegeben die letzten Jahre, hätte ich euch das auch nach Hause gefahren. Sonst sind wir irgendwann bei dem, was man als ewiges Talent verschreit. Ja. Und ja, er ist super und Alonso sagt, ist der beste Fahrer. Aber wenn andere Fahrer über jemanden sagen, ah, das ist der beste Fahrer, jeder von denen glaubt, er ist selber der beste Fahrer. Dann sagt er das eigentlich nur über jemanden, von dem er keine Gefahr erwartet, wenn man ehrlich ist. Also das wird schon eine enge Kiste für beide. Ja. Und der Verlierer, da könnte es, wenn es wirklich deutlich ausfällt, recht schnell böse Folgen haben. Also müssen wir da mal abwarten. Was glaubt ihr denn, wer sich da durchsetzen wird in diesem, ich glaube, spannendsten Teamduell von allen? Oder sehen wir da bei Ferrari noch ein bisschen mehr Spannung? Aber ich glaube, die zwei sind auf jeden Fall die härtesten. Und
Was hast du eigentlich getippt? Du hast mit Roger ein Teamduell-Video gemacht, hier oben gerade verlinkt für euch. Da habt ihr alle Teamduelle durchgetippt. Hast du auf Danny oder auf Ich habe auf Danny getippt. Ich weiß aber nicht. Aber ich sogar verhältnismäßig deutlich. Ich dachte mir so, ja, warum habe ich so deutlich getippt? Aber dann hat Roger, glaube ich, noch deutlicher getippt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, war vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Aber ja. Gut, lassen wir uns überraschen. Also ich glaube, darauf freue ich mich auf jeden Fall im Qualifying in Melbourne. Aber wo wird Renault insgesamt landen? Wo Renault insgesamt landen wird, das ist die ganz spannende Frage. Ich glaube, der vierte Platz, es geht nicht nach oben, es geht nicht nach unten. Wird nicht viel passieren. Obwohl in meinem WM-Tipp habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass Alfa Romeo Vierter wird. Wurdest du irgendwie von Jonas hypnotisiert? Oder? Ja, wahrscheinlich. Gestern war er noch da, heute nicht. Aber ich hatte so ein bisschen Hypnose angewendet. Nein, aber es ist eine schöne Geschichte, ein bisschen Risiko gegangen. 2001 ist Sauber, damals hießen sie noch so, Vierter geworden mit Kimi. Vielleicht können sie das mit Alfa wiederholen, wer weiß. Aber Renault dann nur Fünfter jetzt? Wenn ich nach meinem Tipp gehe, ja, wenn ich realistisch bin, nein. Realistisch ist sicherlich der vierte Platz, aber ansonsten tippe ich auf Alpha. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, weil dann kann er am Ende kann er sagen, ja, realistisch habe ich ja das gesagt. Ich wollte es nur spannend machen. Das zählt nicht. So wie ich es mit Doris nur spannend machen will in meinem Rookie-Tipp. Genau. Aber wichtig ist ohnehin nur, diese Honey-Badger-Viecher, die sind ziemlich krass. Vor ein paar Jahren haben wir mal da so eine Doku geschaut, die gibt es auch auf YouTube, von einem Honey-Badger, der hieß Stoffel. Echt? Ja. Sehr nette Geschichte, aber die Viecher sind richtig. Also Alonso hätte vor dem keine Angst. Ja, Alonso hat vor niemandem Angst. Und ach, ihr braucht auch keine Angst haben. Ihr bekommt nämlich noch drei weitere Saisonvorschau-Videos über die drei Top-Teams Red Bull, Ferrari und Mercedes. Und die drehen wir als nächstes.